Guten Morgen zusammen. Es ist Sonntag, es ist 9 Uhr vorbei und ich bin mal wieder unterwegs. Aber nicht zum Fotografieren oder zum Filmen. Nein, ich bin im Notdienst unterwegs und zwar zu einem 34-Familienhaus. Dort haben die Menschen keine Heizung, kein Warmwasser. Ich mache hiermit einen Vlog über das Leben des Heizungsbauers, um anderen Menschen in solchen Situationen zu helfen, damit die sehen, ah, so und so kann man das auch lösen. Und ich hoffe, dass es euch gefällt, dass es euch unterhält. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß und eine gute Unterhaltung. Heizraum angekommen, ist das allererste, was wir als Fachleute immer machen sollten, ist den Ist-Zustand zu kontrollieren. Was ist passiert und was könnte die mögliche Ursache sein, warum die Anlage ausgestiegen ist. Also nicht einfach entstören und davonrennen, wenn alles funktioniert, sondern immer zu wissen, warum und was ist genau passiert. Wir haben eine Doppelkesselanlage. Steht Störung, bitte Klappe öffnen. Sicherheitskette Störung. Bei dem zweiten müsste genau das gleiche dran stehen. Aha, da gibt es einen Wackelkontakt an der Steuerung. Das müsste auch nochmal überprüft werden. Als nächstes schauen wir den Druck an. Der Druck ist zu gering. Wir sind unter einem Bar auf der linken Seite und ein halbes Bar auf der anderen Seite. Bei dem anderen Kessel ist genau das gleiche. Also dann müsste es so sein, dass der Anlagendruck zu gering ist und die Anlage funktioniert erst ab einem bestimmten Druck. Also nicht alle Anlagen, aber viele brauchen einen bestimmten Mindestdruck, um zu funktionieren. Und den werde ich jetzt erhöhen. Wir haben hier eine automatische Nachfüllstation und auch eine Entsalzung oder Enthärtungspatrone. Da wird das Wasser speziell für die Anlage behandelt, weil das einfach der Anlage gut tut. Ich möchte es nicht zu technisch erklären. Ich habe den Fehler gefunden und zwar ist das hier so, das ist abgerissen. Das bedeutet, die Anlage kann jetzt nicht mit behandeltem Wasser gefüllt werden. Das Problem, was hier aufgetreten ist, ist eine Kettenreaktion von mehreren Sachen, die gleichzeitig zu der Störung geführt haben. Das passiert hier unten an den Absperrungen und an den Zugängen zu der Nachfüllstation oder an den Abgängen. Da hinten sieht man das, dass es ziemlich stark nässt. Ja. Dieser konstante Wasserverlust führt dazu, dass der Druck sinkt. Das Gerät ist auf Störung gegangen und hat nicht automatisch nachgefüllt. Und zusätzlich ist noch der Stift von der Entsalzung oder Enthärtung abgebrochen. Beide Kessel sind entstört. Es lag an der Wassermangelsicherung. Sind die Bauteile, das hier und das hier. Die haben ausgelöst, sobald der Druck nicht vorhanden ist, der Mindestdruck nicht vorhanden ist, riegelt die Anlage automatisch ab, damit nichts passieren kann. Diese habe ich jetzt entstört oder entsperrt. Jetzt gehen beide Kessel an. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich immer konstanten Druck an der Anlage habe, obwohl ich immer permanent einen Druckverlust habe, um das zu kompensieren. Jetzt habe ich was vorbereitet. Ich gehe an das Trinkwasser, das ist der Trinkwasserspeicher, an den Kaltwasseranschluss dran, habe einen Schlauch dran mit einem Druckminderer, bei dem stelle ich jetzt ca. 2 Bar ein. Sobald die 2 Bar erreicht sind, regelt es mir automatisch ab. Danach ein Wasserzähler, damit ich überprüfen kann, wie viel Wasser denn nachgelaufen ist für einen Tag. Und mit dem Endstück gehe ich dann an die Heizung, an den Heizungsverteiler dran. Der Wasserzähler zeigt einen Iststand von 4830 Liter. Angedockt am System. Jetzt können wir aufmachen. Und der Wasserzähler rennt.
ganz langsam, bis die zwei Bar eingestellt sind und so habe ich einen konstanten Wasserzulauf, der geregelt ist zu der Heizungsanlage. So, die Heizungsanlage läuft jetzt konstant, wird nachgefüllt, wie wir das alles vorbereitet haben. Ich hoffe, das war für euch interessant und ihr konntet ein bisschen was für euch mitnehmen. Wichtig ist immer sehen, verstehen und handeln. Das ist eigentlich total einfach, ja? Man muss nur verstehen, was Sache ist, damit du dann entgegenwirken kannst. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss. Wir haben jetzt 21.45 Uhr und jetzt habe ich es geschafft, alles soweit in den Griff zu bekommen. Wir hatten viele mal hoch 2.500 Probleme, die gelöst werden mussten. Es war nicht nur das, was ich gemeint hatte. Ja. Deswegen bin ich länger geblieben, um einfach die Wärme und das Warmwasser gewährleisten zu können, damit die Menschen, die hier in einem 34-Familienhaus wohnen, versorgt sind. Das bedeutet nicht, dass jetzt gejubelt werden soll, er ist der Beste. Nein, das bin ich nicht. Ich bin nicht so schnell vorangekommen, wie ich gerne hätte, damit ich dann natürlich in meiner Freizeit, in der bisschen Freizeit, die ich habe, mich meiner Leidenschaft widmen kann, dem Erstellen der Videos und der Fotos. Aber nichtsdestotrotz, das ist mein Beruf und den mache ich wirklich, wirklich gerne. Und ich möchte immer nicht 100%, das schaffe ich nie, aber ich möchte so optimal, wie es nur irgendwie möglich ist, das Ziel erreichen zu können, ja. Ich hoffe, es war für euch interessant. Wahrscheinlich nicht, weil ihr habt ja das Ganze nicht so mitbekommen. Aber ich habe wieder viel dazu gelernt. Und ja, immer das Beste vom Besten geben im jeweiligen Augenblick. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis dann. Macht's gut. Ciao.